Also grundsätzlich entsteht das Line-Up eher zufällig, unter Anführungszeichen. Es ist natürlich abhängig von den Angeboten, die wir von den diversen Booking-Agenturen bekommen, was eben für uns machbar ist, was für uns leistbar ist. Aber und dann wird je nach Angebote entschieden, welche Bands wir am Kaltenbach haben wollen, welche Bands am Kaltenbach spielen sollen. Wir haben jetzt aber nicht irgendwie Kalkulation dahinter, wie viele Death-Metal-Bands, wie viele Black-Metal-Bands spielen sollen. Das ergibt sich eben anhand der Angebote. Für uns ist eigentlich das ein wichtiges Kriterium ist für uns eigentlich, dass das Line-Up bunt gemischt ist, gut zusammengestellt ist und eben die Bereiche Black-Metal, Death-Metal, Thrash-Metal abdeckt. Und wie viele Bands dann halt wirklich auf jedem Genre dann vertreten sind, das ergibt sich dann eher zufällig oder nach der Angebote. Natürlich gibt es persönliche Favoriten, die man selber gerne am Festival haben möchte. Ja, ergibt sich dann natürlich halt auch anhand des Angebotes von der Booking-Agentur klarerweise, ob das dann für uns machbar ist oder nicht. Speziell hervorheben, heuer zum Beispiel, ja, Enslaved ist eine Band, die wir eigentlich schon seit Jahren am Kaltenbach oben wollen. Heuer hat es endlich geklappt, dass das hinhaut, terminlich und auch von den Randbedingungen her oder Rahmenbedingungen her. Und ja, also ich persönlich freue mich eigentlich schon ziemlich auf den Auftritt von Enslaved. Vomitory, natürlich auch geil, dass es die Partie wieder gibt. Einer meiner persönlichen Favoriten auch. Schön, dass wir es auch gekriegt haben. Natürlich auch kein Nachteil, dass der Ronny eben der Booker von Vomitory ist. Von dem her war es eigentlich recht einfach für uns, die Band zu bekommen. Anderes Highlight wird für mich natürlich Esswig sein, ist bei uns gern gesehener Gast. Haben wir schon am Kaltenbach Open Air gehabt und über die Qualitäten von der Band wie Esswig brauchen wir nicht lang diskutieren. Capacity Forest tut das Gleiche. Auch sehr gute Bands, Hommage haben wir am Kaltenbach Open Air gehabt. Und ja, also wie gesagt, ich denke, dass das Line-Up heuer auch wieder einfach stimmig ist. Und ich denke, dass da für jeden eigentlich was dabei sein sollte. Grundsätzlich sind, wie soll ich sagen, von den internationalen Bands her, kommen eigentlich alle extra, also Fly-In-Shows. Fürs Kaltenbach, also heuer ist nichts dabei, was jetzt speziell auf Europa-Tournee wäre. Deswegen, ja, ganz heuer, glaube ich, ausschließlich von den internationalen Teams ganz extra oder exklusive Shows des Kaltenbach halt mehr. Im Großen und Ganzen wird es keine Überraschungen geben. Im Hintergrund werden wir sicher wieder an einigen Details arbeiten oder verbessern. Aber in den groben Zügen wird das Festival wieder so ablaufen wie in den Jahren davor. Ja, also wie du so richtig erwähnt hast, dass die Reaktionen auf die Öko-Klo, wie man es nennt, waren äußerst positiv. Ich muss selber sagen, uns hat es eigentlich auch gut gefallen. Es ist einmal was Neues, es ist eine gute Idee. Es ist definitiv was Besseres und was anderes als wie bei Dixie, Kunststoff, Plastik, PCs. Ja, es macht einfach, wie soll ich sagen, Schiss macht auf der Zeit einfach mehr Spaß auf einem Festival. Also, es ist eine gute Idee. Es ist aufgegangen, von den Leuten ist es super angenommen worden. Und deswegen, ja, war es uns eigentlich auch anliegen, dass wir die Zusammenarbeit mit der Firma Öko-Klo weiter ausbauen und dass wir es heuer auch wieder im Kaltenbach Open Air vertreten haben. Ja, in Bezug auf die Vorfälle in Wien, bezüglich der Band Igwa, falls du wirklich von irgendeiner Organisation oder wie man das auch nennen soll, irgendwelche Anfragen kommen sollten, werden wir definitiv bei uns auf der Liste beißen. Also wir lassen uns das sicher von niemandem vorschreiben, welche Bands am Kaltenbach Open Air spielen dürfen und welche nicht. Also so, eben, es hat auch schon Anfragen seitens der Fans gegeben, ob die Band spielen wird. Also das können wir mit einem definitiven Ja beantworten und wir werden uns das sicher nicht von irgendwelchen Vereinen, Organisationen oder sonst irgendjemandem irgendwas vorschlagen lassen. Grundsätzlich ist es uns natürlich wichtig, dass auf einem österreichischen Festival eine österreichische Band spielt. Ein gewisser Teil des Lineups wird bei uns immer aus österreichischen Bands bestehen, weil wir es auch irgendwie als unser Pflicht sehen, die österreichische Metal-Szene oder österreichische Bands auch zu unterstützen und ihnen auch eine Plattform auf dem Kaltenbach Open Air zu bieten. Ja, weil das Thema Kartenverkauf, also bei uns gibt es keinen Muss-Verkauf. Also die Bands können Karten verkaufen, die sind dann am Kartenverkauf auch beteiligt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, ihr müsst 20 Karten verkaufen und dann erst dürft ihr den Kaltenbach Open Air spielen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Karten verkauft werden und bringt ja der Band im Endeffekt dann auch was, uns bringt's was, aber es ist definitiv kein Zwang dahinter. Also das passiert alles auf freiwilliger Basis. Und so hat ja jede Band bekommt ein gewisses Kartenkontingent zur Verfügung gestellt und was geht und was nicht geht, geht halt nicht. Und ja, Auswahlkriterien österreichischer Bands. Es ist halt so, wir schauen halt auch immer, dass wir das auch immer bunt durchmischen und klar, gewisse Namen oder gewisse Bands haben schon öfters bei uns gespielt. Dann heuer zum Beispiel, ja, sind glaube ich auch Bands dabei, die zum ersten Mal bei uns spielen. Und ja, das soll einfach eben etablierte österreichische, das ist eine Mischung aus etablierten österreichischen Bands und jungen, neuen Bands aus Österreich. Und ja, das werden wir auch in den nächsten Jahren, insofern das Kaltenbach Open Air erleben wird, werden wir das natürlich auch beibehalten. Wir wollen auf alle Fälle einmal unser 15-jähriges Jubiläum feiern. Das wird dann nächstes Jahr, 2020, soweit sein. Also insofern das heuer nicht ein komplettes Desaster wird, wird es das Kaltenbach Open Air 2020 geben. Da werden wir unser 15-jähriges Jubiläum feiern. Ja, und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt damit gesagt, diesen Meilenstein lassen wir jetzt einmal auf uns zukommen. Und dann werden wir entscheiden, ob wir weitermachen oder nicht. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es für andere Leute weitergeführt wird. Also ich denke, wenn wir uns dazu entschließen, das Kaltenbach Open Air zu Grabe zu tragen, dann wird es das auch gewesen sein. Also wir haben, glaube ich, nicht vor, dass wir das von irgendjemandem anders übergeben, weil das doch unser Baby ist, dass wir von Anfang bis Ende bringen wollen. Und grundsätzlich ist unsere Besucherzahl am Kaltenbach Open Air ziemlich stabil. Also wir haben immer ja, rund 1500 Leute oben, plus minus. Je nachdem, ein bisschen Schwankung ist immer dabei. Aber im Großen und Ganzen ist die Zuschaueranzahl sehr konstant, sehr stabil. Was vielleicht, ja, mit angesprochen hast, es kommen wieder vermehrt jüngere Leute aufs Festival, was definitiv ein gutes Zeichen ist. Was natürlich auch heißt, dass die Metal-Szene weiterhin am Florieren ist, weil Interesse der Bands, Interesse seitens der Fans da ist. Und Ja, freut uns natürlich. Umso mehr junge Leute auf dem Festival sind, umso schöner ist es. Und ja, es ist immer wieder schön, dass so die alteingesessene Fans kann man mit jungen Fans feiern. Und so soll es ja auch sein. Ja, also natürlich schauen wir beim Booking auch drauf, was momentan angesagt ist. Auch, keine Ahnung, Igwa ist ein gutes Beispiel. Also ist momentan sehr gut am Laufen die Band. Und klar schaut man als Veranstalter, was rennt momentan geht. Und nimmt bucht man natürlich, ja, klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Also ähnlich als früher, es ist immer eine Mischung da als renommierten Bands, eben S-Feed, Capacity Forest, Enslaved und eben auch dann neuere Bands, Igwa, Evil Invaders und wie sie alle hassen. Und ja, also klarerweise ist das auch, natürlich als Booker ist das unser Job, zu schauen, was ist momentan gerade am Laufen, was geht momentan gut und je nachdem trifft man uns natürlich auch noch. Wir arbeiten immer an Verbesserungen, eben wie gesagt, eben gastronomietechnisch oder Catering, verpflegungstechnisch, eben dass die Wege für die Fans kürzer werden, Öko-Klo, eben Problematiker Festivals kennt man ja mit überfüllten Pixies, zu wenig Pixies. Ja, wie gesagt, dann ist eben das Angebot von Öko-Klo gekommen, super Geschichte, funktioniert gut, es ist alles sauberer, es ist alles hygienischer, es ist einfach besser. Größere Bühne, teuer oder bessere Bühnentechnik, besseres Licht. Ja, das sind eben so Dinge, die im Hintergrund passieren, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick auffallen, aber wir arbeiten da eigentlich ständig dran, dass wir uns natürlich auch verbessern, dass wir den Fans ihr Geld mehr bieten können. Und ja, wie gesagt, wir schauen drauf, dass das Kaltenbach Open Air von Jahr zu Jahr immer ein bisschen besser wird. Aber ich denke, es ist so, wie es momentan rennt und wie das ausschaut, ist das ja eigentlich eine ziemlich runde Geschichte. Und ja, und ich sage natürlich für Tipps oder Ratschläge oder Verbesserungsvorschläge haben wir immer offenes Ohr. Wenn es umsetzbar ist, werden wir uns natürlich das anschauen und werden versuchen, das weiterhin zu verbessern. Also ja, ich sage, wir arbeiten da. Was, glaube ich, letztes Jahr für uns, oder jetzt sage ich für mich, weil ich ja eigentlich für die Bandbetreuung vor Ort zuständig bin, die Bands waren eigentlich alle sehr angenehm. Also man kennt das von früheren Jahren, man hat immer wieder, wie soll man sagen, ein bisschen eine Prinzessin und oben, oder Rockstars, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Letztes Jahr war das eigentlich eine ziemlich runde Geschichte. Also da war jede Band entspannt drauf. Und so macht es eigentlich Spaß. Das soll es sein. Also keiner war da irgendwie deppert, keiner war geschissen, alle cool drauf, alle freundlich, alle nett. Und ja, das war eigentlich für mich so ein bisschen eine coole Geschichte. Was habe ich scheiße gefunden, dass leider wieder uns der Regen ein bisschen erwischt hat und ja, leider wieder gerade an dem Tag oder an dem Abend von Belphegor Headliner war. Ich glaube, das haben wir schon nicht gehabt, dass Belphegor im Regen spielen hat müssen, das haben wir letztes Jahr, Entschuldigung, wieder gehabt. Ja, vielleicht bringen wir es ja irgendwann einmal zusammen, dass Belphegor auch mit einem schönen Netzer bei uns spielen, zumindest nicht bei Regen. Schauen wir mal. Rückmeldungen von den Bands, also natürlich gibt es Rückmeldungen von Bands oder Booking-Agenturen, wie auch immer, sind durchwegs positiv. Also ich denke schon, dass wir uns bemühen, dass sich die Bands bei uns wohlfühlen. Wie gesagt, es muss natürlich alles im Rahmen bleiben. Also wie gesagt, wir haben jetzt nicht ein Budget, was erwarten hat oder sonst irgendwas. Also wir können jetzt nicht für jede Band, keine Ahnung, für einen super tollen Backstage-Raum hinstellen oder sonst irgendwas. Aber wir bemühen uns. Wir schauen, dass die Bands eben ausreichend Verpflegung haben, eben, dass man sie wohlfühlt. Und wenn die Forderungen der Bands dann überzogen sind, versuchen wir diese natürlich zu erfüllen. War kein Thema. Und ja, durchwegs die Rückmeldungen sind positiv. Mir wird jetzt noch mal einfallen, in den letzten Jahren, dass da irgendwas extrem Negatives zurückgekommen war. Ich denke auch seitens der Fans sind die Rückmeldungen eher durchaus positiv oder eher positiv. Von dem her denke ich, kann man nicht alles falsch machen. Meine Antworten waren auch halbwegs interessant. Und an die Fans, ja, würde uns natürlich freuen, wenn ihr heuer wieder aufs Kaltenbach Open Air kommt. Was wir euch versprechen können, sind 3 Tage geile Metal-Party, coole Bands, Holzbier und natürlich der wunderschöne Berg und Wald im Spital am Semmering. Grüß euch, bis zum Kaltenbach.